Grüß Gott, liebe Zuschauer im Enstal TV. Der Vorabend zum ersten Adventssonntag hat in Schladming mit einem Konzert der Toten Hosen begonnen. Gut, diese Punkgruppe aus Deutschland ist nicht unbedingt die Musikrichtung, die wir mit dem Advent und mit Weihnachten verbinden. Aber der Name Tote Hose mag ein Programm für Advent und Weihnachten sein. Tote Hose aus der Jugendsprache übersetzt bedeutet Schwunglosigkeit, Bewegungslosigkeit, da tut sie nichts. Wenn wir Gott aus dem Auge verlieren, dann ist unser Leben schwunglos, dann ist eine Bedeutungslosigkeit da. Weihnachten darf also nicht das Fest der toten Hose sein, sondern wir müssen Gott Raum geben und dann ist Bewegung in unserem Leben, dann tut sich etwas. Ich wünsche Ihnen allen, die Sie zuschauen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das Jahr 2018. Mögen Sie die Nähe und Gegenwart Gottes erfahren, sodass niemals tote Hose im Glaubensleben herrscht. Ach übrigens, die toten Hosen singen ein Lied. An Tagen wie diesen, da wünschen wir uns Unendlichkeit. Weihnachten ist dieser Tag, wo der Wunsch der Unendlichkeit Wirklichkeit wird. Gott wird einer von uns. Gesegnete Weihnachten und Gottes Segen für das Jahr 2019.